In Wilmington haben mehr als 20.000 Arbeiter der North Carolina Schiffsbaufirma ihre gesamte Kraft genutzt, um erstaunliche 243 Schiffe für die US Navy zu bauen. Und es waren die Bürger von Wilmington, die zusammenkamen, um ein unbezahlbares Artefakt amerikanischer Geschichte, dieses glorreiche Kriegsschiff hinter mir, die USS North Carolina, zu retten. Während dem Zweiten Weltkrieg hat dieses Schiff an mehreren großen Seeschlachten teilgenommen und sich so mehr Schlachtsterne als sonst irgendein anderes Schiff verdient. Diesen Nachmittag würdigt meine Administration offiziell die außerordentlichen Beiträge der Bürger zum Sieg im Zweiten Weltkrieg. Es ist mir eine große Ehre, Wilmington als die erste Stadt für Kulturerbe des Zweiten Weltkriegs zu benennen. Mit dieser Benennung verkündigen wir stolz, dass wir in Amerika die Geschichte nicht einfach niederreißen. Wir feiern unsere Helden und zusammen werden wir uns an den überragenden Sieg Amerikas erinnern. Wir werden Amerikas herausragende Tugend zur Kenntnis nehmen und wir werden die Helden, die uns sicher, stark, stolz und frei machen, ehren. Glückwunsch an alle. Danke, dass Sie das wahr werden lassen haben. Danke euch vielmals. Gott segne euch und North Carolina und Gott segne Amerika.